Und an dieser Stelle ein kleiner spontaner Vlog. Ich kann es irgendwie doch nichts zu tun, aber ich werde wahrscheinlich den restlichen Tag dann doch nichts tun, weil einige von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Irgendwie habe ich mich so ein bisschen verletzt und zwar, wir haben ja das FIFA-Spiel oder die 100. FIFA-Folge im Real Life aufgenommen, also wirklich in so einer Zockerhalle. Und ganz zu Beginn bin ich irgendwie relativ unglücklich auf die Nase gefallen, wollte ich schon sagen, auf den Rücken gefallen. Und ging am Anfang noch und ja, gestern war es dann leider so, dass ich mich kaum noch bewegen konnte, beziehungsweise stehen geht tatsächlich ganz gut, aber hinsetzen, hinlegen, das ist nicht so geil, aufstehen und so, das ist noch schlimmer und ja, schlafen und so war jetzt auch nicht so wirklich geil. Deswegen kam jetzt auch in den letzten Tagen, oder es werden jetzt wahrscheinlich erstmal weniger Videos kommen und jetzt am Wochenende kam ja sowieso weniger, weil wir halt unterwegs waren, beziehungsweise gar keine. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass zwei Tage lang oder so gar keine Videos bei mir auf dem Kanal gekommen sind und ja, ich bin das einfach anders gewohnt, also ich muss immer irgendwas tun und so, deswegen wollte ich einfach jetzt mal einen kurzen Vlog machen und nochmal kurz vielleicht über die FIFA-Folge reden, wie mir es gefallen hat und einfach nochmal Rückmeldung geben und ja, damit ihr Bescheid wisst, was so los ist und warum jetzt vielleicht erstmal keine Videos kommen oder kamen, aber ich denke, in der nächsten Woche kommen auch wieder Videos. Mal gucken, wenn es morgen nicht besser ist, gehe ich auch mal zum Arzt. Ansonsten haue ich mich jetzt gleich einfach mal in die Badewanne. Mal gucken, vielleicht ist es ja besser. Auf jeden Fall die 100. FIFA-Folge, es hat richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, wir haben 3 Stunden fast gezockt und so. Die erste Folge kommt ja dann, denke ich, auch in den nächsten Tagen. Gibt ja schon einen kleinen Teaser vom Dennis, vom Mafuyo auf seinem Kanal und so. Auf jeden Fall mal reingucken. Vielleicht laufen hier im Hintergrund auch irgendwo schon bestimmte Szenen und so. Auf jeden Fall wirklich eine coole Sache. Hat mir sehr gut gefallen und ich hatte das ja schon öfters gesagt nach der Hatte Challenge, dass wir solche ja, Herausforderungen, Challenge-Videos oder Real-Life-Videos öfters machen müssen und wir haben da auch schon noch was geplant und noch was in der Hinterhand, da will ich aber nichts zu sagen und da kommt bestimmt noch was in der nächsten Zeit. Außerdem habe ich mir überlegt, ich würde mir tatsächlich gerne so einen kleinen Lebenstraum erfüllen in der nächsten Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Jahr hinbekomme, aber ich würde tatsächlich, das haben vielleicht auch einige schon im Livestream oder so mitbekommen, gerne mal einen Fallschirmsprung machen. Ja, wie gesagt, ob das in diesem Jahr funktioniert, weiß ich nicht. Aber dann auch gerne mit der GoPro, die wir ja auch, wir hatten ja, ich glaube, 2 GoPros bei der FIFA-Folge und so, die dann einfach hier so auf den Kopf pappen und dann da runterspringen. Und boah, das wäre, glaube ich, echt eine coole Sache. Ich habe ja schon mal so einen Paragliding-Flug gemacht, gemeinsam mit einem Fluglehrer halt dann, aber wirklich von einem Berg dann runtergesprungen. Also, was heißt runtergesprungen? Auf einem Berg gelandet, gestartet und dann halt ins Tal. Ja, hast du so 1000 Meter unter dir oder so, das war jetzt nicht so krass. Aber ein kleiner Anfang. Aber Fallschirmspringen tatsächlich eine Sache, die ich immer gerne machen wollte. Ob ich dann auch wirklich springe, wenn ich da oben an der Kante stehe, das weiß ich noch gar nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir einfach mal zum Geburtstag, habe ich so in meinem Umfeld signalisiert und vielleicht funktioniert das dann auch. Ja, wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn ihr es mal gemacht habt. Und ja, schreibt gerne mal eure Erfahrungen hier unterhalb des Videos. Würde mich interessieren. Ja, wie einfach das Gefühl ist, wenn man wirklich dann da so steht und überlegt, soll ich jetzt springen oder soll ich nicht springen? Ja, das einfach dazu und ja, was kommen denn für Videos in der nächsten Zeit? Das weiß ich gar nicht. Also momentan, ich habe das ja in der Release-Vorschau schon mal gesagt, beziehungsweise ich habe die Release-Vorschau von PlayNation ja schon geteilt und dann gesagt so, das ist glaube ich der Monat, wo die wenigsten Spiele und die am uninteressantesten Spiele herauskommen, also der Monat April. Am 14. kommt ja dann genau, am 14. kommt ja dann GTA 5 für den PC. Ab morgen kann man, glaube ich, sogar schon preloaden, also schon mal den ganzen Scheiß herunterladen und dann in eine Woche später, also auch wieder am Dienstag, dann zocken. Ja, und ansonsten, ich habe momentan wirklich nicht viele Spiele. The Hunter Primal werde ich wahrscheinlich jetzt auch nochmal spielen. Nochmal irgendwann, wenn ich mal wieder auch gut sitzen kann. Oh, Alter, ich kann kaum eine Treppe runtergehen, ey, wie ein alter Mann, ey. Dann habe ich noch mein Knie irgendwie voll blutig und so verbrannt, weil ich da irgendwie auf dem Kunstrasen herumgerutscht bin und so. Aber ich will jetzt nicht irgendwie hier auf die Mitleidsdrüse drücken und so. Ja, Husten habe ich auch noch. Ja, GTA, ansonsten Horror-Games und so, ich weiß es nicht. Also momentan ist wirklich sehr wenig da. GTA wird es dann wahrscheinlich auch Mods-Videos und so geben, also mit irgendwelchen Modifikationen, wo man dann noch was verändern kann. Ich weiß es nicht, was da alles noch so kommt. The Witcher kommt ja auch bald und in einem Monat ist ja auch dann RPC. Da werde ich übrigens auch nochmal einen eigenen Vlog zu machen. Also ungefähr in einem Monat, ich glaube am 14., 15., 16. Mai, meine ich. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was für Spiele kommen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, vielleicht nochmal ein Horror-Game oder so, dass sich lohnt zu spielen. Bitte schreibt hier nicht irgendwie 5 Days at Freddy's, ne, wie heißt es, irgendwie so, oder?
Ich habe es mir mal angeguckt, das ist irgendwie nicht so meins. Also es schreibt jeder tausendmal in die Kommentare, aber ich werde es wahrscheinlich nicht spielen. Ja, wenn ihr da irgendwie noch Tipps habt, mal gucken. Also dieser Monat ist so ein bisschen lame, sage ich mal. Überhaupt das Jahr bis jetzt, außer Life is Strange. Mal gucken, was noch so kommt. Das auf jeden Fall mal so ein kleines Vlog-Video. Irgendwie ist schon ein Status-Update und so. Euch natürlich noch einen schönen Sonntag, Montag. Wir haben ja schon wieder Montag, schönen Ostermontag. Und dann startet gut in die nächste Woche. Ciao.